Guten Abend zum Forum von NDR1 Radio MV. Thema heute: Wie gefährlich ist vegan? Fragezeichen. Im vergangenen Jahr haben sich rund 850.000 Deutsche ab 14 Jahren selbst als Veganer bezeichnet. Ja, das sind rund 1,2%. Genaue Zahlen für Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwar nicht, aber runtergebrochen wären das maximal 17.000 Veganer in Mecklenburg-Vorpommern. Tendenz steigend, denn die größte Interessenvertretung vegetarisch und vegan lebender Menschen in Deutschland, der WEBU, schätzt, dass jeden Tag etwa 200 Veganer hinzukommen bundesweit. Allerhöchste Zeit also, sich diesen Trend genauer anzuschauen. NDR1 Radio MV-Reporterin Lenore Lötsch hat einen Vegan-Kochkurs der Volkshochschule in Güstrow besucht. Und da hören wir zum Einstieg dieser Sendung mal rein. Edelgard Schmidt und Renate Peter halten sich nicht lange mit Begrüßungen auf. Die beiden Rentnerinnen sind zum Kochen hier und binden sich sofort die Schürzen um. Ein scharfes Messer haben wir mit. Dann haben wir kleine Döschen mit für die Sachen, die wir hier herstellen. Und bisschen was zu trinken. Veganer sind die beiden nicht und bekennen, sie wollen es auch nicht werden. Ich bin Diabetiker. So, und da muss ich ja auch sehr doll auf alles achten. So, und ich soll ja viel Gemüse essen und ja, deswegen habe ich gedacht, bin ich hier richtig. Eine Schürze bindet sich der 16-jährige Martin Frese ganz bestimmt nicht um und zu Hause kocht er auch eher selten. Seine Mutter ernährt sich seit 3 Jahren vegetarisch. Also als Mama Vegetarier wurde, habe ich mich auch erst noch von Fleisch ernährt, aber das hatte nachher ethische Gründe für mich, aufzuhören, Fleisch zu essen. Er würde den Schritt zur veganen Ernährung gern gehen, um, wie er sagt, noch tierfreundlicher zu leben. Doch seine Mutter Jana ist ein bisschen skeptisch. Ja, das ist ja schon bei der vegetarischen Kost auch schwierig, dass man da so ein bisschen gucken muss, ab und an mal auch das Blutbild vielleicht untersuchen lassen muss. Ich bin auch in ärztlicher Behandlung, deswegen ist das bei mir abgesichert, ne, dass dann doch vielleicht mal was fehlt und man ein bisschen was zumachen muss. Ja, bei jungen Leuten ist es noch schwieriger, weil die im Wachstum sind und einfach viele Stoffe auch brauchen, die nicht gegeben sind, ne? Die Kursleiterin Katrin Kallis stellt einen Karton mit Apfel-Rote-Bete-Saft auf den Tisch und erzählt, dass sie sich für den heutigen Abend ein 4-Gänge-Menü ausgedacht hat. Ihr geht es nicht um komplizierte Kochexperimente, sondern um das Nachkochen von klassischen Gerichten, nur eben vegan. Heute wird es zum Beispiel eine deftige Bohnensuppe geben. Bohnensuppe, wo man normalerweise ein Stück rauchiges Fleisch mit dran macht oder Speck. Und während die Kochfreunde sich überlegen, für welches der 5 Rezepte sie heute Abend zuständig sein wollen, erzählt Katrin Kallis, die seit 11 Jahren vegan lebt, welche Frage sie immer wieder zu hören bekommt. Ist es nicht ungesund? Und kann man dabei fit bleiben? Also stark, ne? An Energie mangelt es der jungen Frau nicht, die alle Wege mit dem Fahrrad erledigt, 3 Hunde hat und viel körperlich arbeitet. Doch sie ist kein veganer Wanderprediger. Auch Katrin Kallis macht Ausnahmen. Wenn man mal bei der Omi eingeladen ist und sie nicht verstehen kann, dass man, wenn sie schon toleriert, dass man kein Fleisch isst, aber dass in der Soße vielleicht auch noch ein Ei drin war, dann mache ich das schon mal. Und gibt auch mal, dass ich auch mal ausnahmsweise eine Milchschokolade esse. Dann wird ihre Hilfe gebraucht. Der Güstrower Gunter Ramlow hält ein Glas in der Hand und schaut skeptisch. Tahin für den Obstsalat. Das ist nur Sesam geröstet und dann gemahlen. Mhm. Der Familienvater ist ein erklärter Kochfreund und er sucht ein paar neue Anregungen. Rein vegane Ernährung kann er sich allerdings nicht vorstellen. Weder für sich noch für seine 2 Kinder. Also ich habe auch im Bekanntenkreis solche Sachen schon erlebt, dass noch ein bisschen Vitamin B12, ein bisschen Eisen fehlt und so weiter. Und es mag alles gehen, wenn man sich sehr bewusst ernährt. Aber man muss wirklich sehr, sehr aufpassen mit den Sachen, die man da macht. Und glaube ich, ein bisschen Risiko ist da auch schon dabei. Edda Schulz hat noch vor 2 Jahren genauso gedacht. Dann aber wollte sie wegen andauernder Gelenkschmerzen ihre Ernährung umstellen. Und eine Homöopathin empfahl ihr, auf Milch zu verzichten und gleich auch noch auf Fleisch. Sie steht am Kochtopf, rührt den angebratenen geräucherten Tofu in die Bohnensuppe und erzählt, Eier gibt es noch in ihrem Haushalt, weil sie selbst Hühner hält. Ansonsten aber ernährt sie sich vegan. Es ist die Umstellung am Anfang ist schwierig, aber es ist kein Verzicht. Nee, ich genieße das Essen. Mein Mann auch, der macht das auch seit letztes Jahr Juli, bekommt ihm auch sehr, sehr gut. Aber er braucht eben eine Köchin, ne, sagt er. 3 Stunden wird in Güstrow geschnippelt, gerührt und abgeschmeckt. Und Edelgard Schmidt und Renate Peter, die beiden Schürzenträgerinnen, haben hier am Herd den größten Weg hinter sich gebracht. Man muss ja dem Zeug eine Chance geben, ne? Fleischsalat mit Tofu und veganer Mayonnaise haben sie angerichtet. Ja, das schmeckt besser als gedacht, das muss ich wirklich sagen. Das schmeckt. NDR1 Radio MV-Reporterin Lenore Lötsch aus dem Vegan-Kochkurs der Volkshochschule in Güstrow. Es ist allerdings nicht ungefährlich, wenn ältere Menschen, Schwangere, Babys oder Kinder
vegan leben. Dabei sind viele medizinische Ratschläge zu beachten. Ein Balanceakt, den unsere Expertenrunde im Studio jetzt schildert. Und dazu begrüße ich als erstes die beiden Betreiber des wohl bisher einzigen rein veganen Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben sich mit frischen Gerichten in ihrer grünen Kombüse in Rostock schon mächtig einen Namen gemacht. Herzlich willkommen hier im Forum auf NDR 1 Radio MV an die beiden veganen Gastronomen Heiner Jörs und Josef Czerwinski. Hallo. Hallo. Achtung, bei Kindern kann vegane Ernährung schwere Mangelerscheinungen und Krankheiten auslösen. Davor warnen die Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Mecklenburg-Vorpommern, Gesine Ross, und ihre Mitarbeiterin Sina Heinrichs. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Und sie weiß, mit welchen Problemen Veganer tatsächlich im Krankenhaus landen können, berichtet uns aus dem Klinikalltag. Wir freuen uns, dass auch Sie dabei sind. Internistin Dr. Sophie Frohmholt-Treu von der Universitätsmedizin Rostock. Einen schönen guten Abend. Gastronom Josef Czerwinski, was bedeutet denn eigentlich vegan und tja, macht das auch ein bisschen Spaß? Spaß macht es auf jeden Fall, weil man sich halt mit vielen Lebensmitteln auseinandersetzen kann und viel Neues dazulernt. Und im Endeffekt bedeutet vegan einfach nur, dass man tierische Produkte bewusst weglässt. Dazu gehört Fleisch, Fisch, Milch, Eier, Honig. Und ja, die Gründe sind meistens verschieden und bei mir sind es ethische Gründe. Ja, welche konkret? Also im Prinzip hat es angefangen mit der Massentierhaltung, dass ich das nicht unterstützen wollte und im Prinzip alle Lebewesen so behandle, wie ich selbst behandelt werden will. Sie haben gerade schon die Beweggründe angesprochen, Heiner Jörs. Sie betreiben das vegane Restaurant in Rostock mit. Wie kam das mal überhaupt, die vegane Schiene in Ihrem Leben? Haben Sie einfach gedacht, Fleisch schmeckt mir nicht mehr oder steckt da doch mehr dahinter? Nee, ganz im Gegenteil. Fleisch hat mir eigentlich sehr geschmeckt. Ich habe auch davor ziemlich viel davon gegessen. Ich habe eigentlich auch jetzt, wie Josef, auch mich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt. Habe das halt mit der ganzen Massentierhaltung, auch was für die Eierproduktion nötig ist, was für die Milchproduktion nötig ist, und mich damit einfach beschäftigt und dann diesen Entschluss ziemlich schnell gefasst. Also es hat kein halbes Jahr gedauert. Ist vegan kochen aufwendiger als, ich sag mal, normal zu kochen? Ja, das fragen natürlich jetzt ausgerechnet zwei Köche. Also natürlich überhaupt nicht aufwendiger. Wenn man Mischköstler ist und auch zu Hause viel frisch kocht, dann ist es im Endeffekt genauso. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man reinsteigt in die vegane Ernährung, dass es erstmal schwierig ist, die Zusammensetzung hinzukriegen. Ne? Also nur Gemüse macht es ja jetzt auch nicht. Man braucht ein paar mehr Nährstoffe. Das stimmt. Also wenn man jetzt nur Gemüse essen würde, einfach nur und also quasi das Fleisch weglässt vom Teller und dann nur noch Kartoffeln mit Gemüse isst, dann würde es einerseits irgendwann auch nicht mehr so gesund sein, andererseits würde es auch ziemlich schnell langweilig werden. Also ich denke einfach, dass man sich am Anfang einmal damit beschäftigen muss, mit den ganzen Nährstoffen, die Veganern oder Vegetariern auch häufiger fehlen, dann weiß man halt, was man im Vorratsschrank haben muss, welche Gemüsesorten, welche Getreidesorten, Amaranth, Quinoa, Hirse und so weiter. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein großer Trend, vegane Ernährung, zumindest bundesweit, also wie es jetzt hier in Mecklenburg-Vorpommern konkret aussieht, dazu haben wir keine Studien, aber bundesweit hatten wir letztes Jahr so 850.000 Veganer, jeden Tag kommen laut Experten 200 dazu, wenn wir das auf Mecklenburg-Vorpommern runterbrechen, sind das so 17.000 in Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber vielleicht eher weniger, aber maximal 17.000 Veganer. Auf jeden Fall ein Trend aus ethischen Gesichtspunkten auch, vielleicht für manche auch aus geschmacklichen Gesichtspunkten. Aber wie ist es denn, wenn man auf den Geldbeutel schaut? Ist es teurer, vegan zu leben? Also ich glaube, diese Preisfrage ist mehr so ein Anspruch von Qualität. Also wenn ich jetzt in Discounter gehe als Allesesser, kann ich billig einkaufen, als Veganer aber genauso billig einkaufen. Wenn ich jetzt wiederum im Bioladen gehe und Reformhaus und Feinkostläden, kann ich natürlich viel mehr Geld ausgeben und egal, welche Ernährungsweise ich jetzt habe. Okay. Gesine Rossi als Leiterin der Gesellschaft für Ernährung in Mecklenburg-Vorpommern, wem empfehlen Sie denn vegane, also rein pflanzliche Ernährung und wem auf gar keinen Fall? Mit der Empfehlung ist ein bisschen schwierig. Also grundsätzlich würde ich keinem empfehlen, gewisse Lebensmittel eigentlich aus der Ernährung auszuschließen. Weil gerade diese Vielfalt an Lebensmitteln, die wir auf dem Markt haben, bieten halt einfach eine gute Quelle an Nährstoffen. Wenn man sich natürlich gerne vegan ernähren möchte und auch das wirklich auch bewusst sich dafür entscheidet und auch weiß, mit welcher Problematik man rechnen muss. Mhm. Also da fehlen einfach ein paar wichtige Inhaltsstoffe, also Nährstoffe. Dann würde ich es immer noch keinem empfehlen, aber dann weiß ich, dass da Sorge getragen wird, dass eben dass das Bewusstsein da ist, dass Nährstoffe nicht komplett alle vorhanden sind und dass ich die eben auch gegebenenfalls supplementiere. Ich denke da so an Vitamin B12, ganz klassisch irgendwie. Generell Proteine, dann langkettige Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren, das Riboflavin, Vitamin B2. Dann kommt Calcium, Eisen, Jod, Zink und Selen mit dazu.
Das fehlt in der veganen Ernährung erstmal, sagen Sie. Wie kann man das Problem lösen? Also Eiweiß wäre jetzt Linsen, Hülsenfrüchte, das wäre das Erste. Tofu ist auch eins, wo man Tofu vielleicht nicht unbedingt so viel essen sollte. Warum? Ja, Soja ist zumindest in größeren Mengen ein bisschen umstritten. Also ich würde sagen, einmal die Woche ein bisschen Tofu. Okay. Unter anderem aber auch Gemüsesorten, wo viel Eiweiß enthalten ist, zum Beispiel Brokkoli oder Kartoffeln. Auch wenn man da denkt, das sind größtenteils Kohlenhydrate. Ja. Kalzium. Wo ist Kalzium in der veganen Ernährung enthalten? Eigentlich ein grünes Gemüse, also Brokkoli auch, grünes Blattgemüse. Und Eisen? Bei Eisen ist eher das Problem, dass viele Stoffe dazu führen, dass Eisen reduziert wird. Also sowas wie Tabak, Alkohol, Kaffee, Cortison. Es gibt auch diese, in Hülsenfrüchten sollen auch Phytate enthalten sein, die irgendwie die Eisenaufnahme hemmen. Man kann das aber ganz einfach lösen, indem man zum Beispiel Eisen immer im Zusammenhang mit speziellen Säuren isst. Zitrusfrüchten, also eigentlich zum Beispiel, Müsli mit Orangensaft oder Hirsebrei mit Obst. Also man muss das ordentlich mixen, also, die vegane Ernährung. Ja, also das Vitamin C kann das Ganze um das 2- bis 4-fache steigern, ist die Aufnahme. Zurück zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Gesine Ross. Ich wollte noch mal einmal kurz noch mal dazu sagen, man kann viele Lebensmittel, eben wenn man die geschickt kombiniert und weiß, wo eigentlich die Fallen sind, gerade Phytate, dann muss man einfach das Wissen auch haben. Das hat nur nicht jeder. Und deswegen empfehlen wir in solchen Fällen dann eben auch tatsächlich einen Ernährungsberater aufzusuchen und vor allen Dingen auch mit dem Arzt in regelmäßigen Abständen Blutuntersuchungen zu unternehmen, um wirklich zu gucken, ist es denn da auch wirklich angekommen, wo es eigentlich auch hin soll. Frau Frohmal-Treu von der Universitätsmedizin Rostock, wie oft sollte man denn das Blut untersuchen lassen, gerade zu Beginn der veganen Ernährung? Genau, es lässt sich so pauschal nicht sagen. Man muss gucken, ob man zu den Risikogruppen dazugehört. Also gerade die Älteren, die Kinder, kranke Patienten, Leute, die Tabletten nehmen. All diese Leute müssen natürlich von Anfang an sich Spiegelbestimmungen unterziehen lassen. Der Prototyp eines Veganers ist ja, ich weiß nicht, ob das nur Klischee ist, aber ob es wirklich so ist, eben gesund, gebildet und weiblich. So hört man ja immer, sind die meisten Veganer. Und das sind die, die eigentlich nicht von vornherein Blutuntersuchungen brauchen. Die brauchen sie erst wirklich dann, wenn Symptome auftreten sollten. Wenn sie aber, wie schon jetzt bereits mehrfach erwähnt, das Wissen haben und ihre Ernährung dementsprechend auch anpassen, dann sind die Spiegelbestimmungen nicht von vornherein notwendig. Ja, Frau Ross, nochmal, vielleicht ist die Hürde zum Ernährungsberater schon ein bisschen groß. Gibt es auch sehr gute Lektüre oder mit 5 Standardrezepten für den Anfang erstmal, dass man gut einsteigen kann in die vegane Ernährung? Das würde ich nicht empfehlen. Klar, am Anfang ist es vielleicht noch nicht ganz so dramatisch. Es gibt ja auch zum Beispiel das B-Vitamin 12, das auch ein bisschen länger gespeichert wird. Da kommt es dann nicht gleich zu irgendwelchen Mangelsituationen. Aber nichtsdestotrotz ist die Ernährung in dem Fall ja sehr individuell. Und da würde ich einfach immer empfehlen, zum Ernährungsberater zu gehen. Und wir haben ganz tolle hier im Land. Von daher. Sehr viele, glaube ich, auch. Ganz viele und auch gute und zertifizierte Ernährungsberater, die eben da auch wirklich tolle Hilfeleistungen stellen. Und von daher, also kann ich immer nur empfehlen, haben Sie keine Scheu, gehen Sie ruhig zu den Ernährungsberatern, um auch wirklich da einfach eine gewisse Sicherheit zu haben. Für den Anfang wäre es ganz sinnvoll. Und auf der Suche nach einem solchen ist man bei Ihnen, glaube ich, auch an einer guten Adresse bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie empfehlen gute Ernährungsberater im ganzen Land. Genau, wir vermitteln dann gerne weiter. Mögliche Folgen sind tatsächlich in der schlimmsten Form bei Kindern zum Beispiel Kleinwuchs oder auch Blutmangel, Hirnschädigungen. Das also wirklich die drastischsten Folgen von unausgewogener veganer Ernährung. Dr. Sophie Frohmhold-Treu hat die Universitätsmedizin Rostock tatsächlich Patienten mit solch schwerwiegenden Krankheiten durch vegane Ernährung? Aus der Uni Rostock, aus der Kinderklinik sind mir solche Fälle nicht bekannt. Aus der Erwachsenenmedizin sind zumindest einige Fälle bekannt, wo die Blutarmut durch Vitamin B12 ausgelöst zur Krankenhauseinweisung führt und eben auch eine stationäre Behandlung oder auch eine längere Behandlung bedarf. Man muss sagen, dass in Mecklenburg, wie eben wir die Zahlen ja schon gehört haben, einfach nicht so viele Patienten wirklich gesehen werden. Wenn man andere Städte sich anguckt, wenn man sich Berlin anguckt, München etc., dann gibt es da andere Beschreibungen, wonach eben da wesentlich mehr Patienten in den Krankenhäusern behandelt werden müssen aufgrund veganer Ernährung. Wenn, wie gesagt, dann die Beschwerden auftreten, sind die teilweise eben so erheblich, dass eben auch langfristig eine Therapie vonnöten ist. Das ist dann eben häufig das Problem. Wobei man auch sagen muss, manchmal ist es im Krankenhaus so, dass man gar nicht mehr so genau unterscheiden kann. Ist es einfach die vegane Ernährung? Sind es mögliche Begleiterkrankungen, die vorliegen? Medikamente, die eingenommen werden, die jetzt wiederum auch den Stoffwechsel beeinträchtigen? Manchmal ist es schwierig. Also es klang jetzt gerade so, als wären das nur Veganer, auch die Älteren. Ist das denn so oder sind das auch Mischköstler darunter, die B12-Mangel?
Genau. Es ist, sind auch Mischköstler. Also Studien haben ergeben, dass bei den über 65-Jährigen 30-40% einen Vitamin-B12-Mangel aufweisen. Aber diese Studien haben gezeigt, dass sich vegan ernährende Personen eben teilweise über 50% diese Vitamin-B12-Mangel haben oder eben zumindest Vorstufen davon. Das ist eben das, was immer, und deswegen reden wir eben so oft jetzt über Vitamin B12, weil das eben das Einzige ist, was wirklich als so kritisch gesehen wird bei der veganen Was wirklich Ernährung. Nur die tierische Ernährung liefert, genau. Ne? Und nichts anderes, genau. Es sei denn Ersatzpräparate, ne? Genau, oder eben Zahnpasta, wie Sie gesagt haben, gibt ja jetzt die neuesten modernen Ideen. Und die ist auch gut, ja, die Zahnpasta? Ich habe nichts Schlechtes gehört. Ich, Herr Jörs, also, wissen Sie was? Ich habe jetzt darüber, also zumindest gehört, dass die Mengen in der B12-Zahnpasta so gering sind, dass man das genauso gut auch weglassen kann. Aha. Wie machen Sie das? Ich habe Tabletten. Ja. Zu Hause ganz einfach, dann gibt es auch noch die 12 Tropfen und ansonsten das nächste wäre dann halt Spritzen. Also die Tropfen könnte man sich direkt mit ins Essen machen wahrscheinlich, oder? Ins Essen oder ins Trinken. Frau Dr. Frohmholt-Treu, es gibt einen ganz schockierenden Fall, über den ich gestoßen bin in meiner Recherche, in Vorbereitung auf diese Sendung. Nicht in Mecklenburg-Vorpommern, will ich natürlich doppelt unterstreichen, nicht in Mecklenburg-Vorpommern passiert, sondern das haben Ärzte auf einem Fachkongress in Jena berichtet. Habe ich in der Zeitung Die Welt gelesen. Die haben auf einem Kongress berichtet von einem 2-jährigen Kind, das von seiner vegan lebenden Mutter gestillt wurde von Anfang an, also quasi vegan gelebt hat durch die Muttermilch und auch nach der Stillzeit vegan ernährt wurde. Es ist dann eben mit 2 Jahren leider Gottes mit Hirnblutung ins Krankenhaus gekommen. Dort hat man festgestellt, dass Groß- und Kleinhirn geschrumpft waren. Sein Gehirn bleibt wohl geschädigt, so das Fazit dieser Redner auf dem Ärztekongress. Ist das auch eine neue Gefahr, mit der es Kliniken vielleicht künftig häufiger zu tun bekommen? Also wenn man ihre Zahlen hört, dass irgendwie täglich 200 Veganer hinzukommen, kann man mutmaßen, dass es in 10, 15 Jahren vielleicht größere Probleme damit gibt. Und was ist aktuell in der Tat so, dass es zum Glück seltene Fälle sind, aber weil sie eben so vermeidbar sind, ist natürlich das ganz besonders dramatische Fälle. Man muss ja aufpassen, wenn man auch im Internet guckt, gibt es ja ganz reißerische Pressemitteilungen, wo dann davon geredet wird, dass vegan lebenden Eltern das Sorgerecht entzogen werden sollte und die Veganer sollten keine Kinder bekommen. Und das ist also ganz schlimme Sachen. Man muss eben immer auch diese Berichte dann genau verfolgen. Und häufig ist ja die schlechte Ernährung von Kindern generell ein Problem unserer Gesellschaft. Da ist es genauso schlimm, eben das Kind viel zu viel von Fastfood zu ernähren, wie eben vegan ohne die entsprechenden Ergänzungsmittel. Es kann beides schlimm sein, aber es gibt in der Tat gerade bei Kindern eben diese Berichte. Und die haben wir zum Glück, wie gesagt, in der Uni Rostock bisher noch nicht erleben müssen. Aber aus anderen Kliniken hat man diese gehört. Und sie sind dramatisch, weil sie sind irreversibel. Man kann diese Schädigung teilweise nicht wieder rückgängig machen. Und das bedeutet natürlich fürs Leben des Kindes insgesamt dramatische Folgen, sodass man da aufpassen muss. Herr Jörs? Das ist halt auch, finde ich, so der Unterschied zwischen Veganern, die das halt nur aus ethischen Gründen machen, ohne sich über die gesundheitlichen Folgen dann auch ein bisschen Kopf zu machen. Also ich habe es auch schon mal irgendwo gehört, dass es auch einige gibt, die einfach sagen, die wollen halt keine Tabletten, irgendwas in der Richtung nehmen, weil sie halt meinen, eine vegane Ernährung ist halt das Natürlichste, was es gibt. Und da muss man auch einfach sagen, B12 ist halt erstmal recht umstritten. Es gibt einige, die sagen, es gibt gewisse Pflanzen, da ist es enthalten. Andere sagen genau das Gegenteil. Und B12 ist eigentlich auch eher ein Zivilisationsvitamin. Ja, es gab zum Beispiel diese Geschichte von den Indern, die nach England gezogen sind sozusagen. Und haben davor halt Obst gegessen, haben sich größtenteils vegan ernährt zumindest und waren eine Zeit lang in England. Und nach einigen Jahren gab es halt bei vielen einfach Vitamin B12-Mangel, weil in England das Gemüse einfach viel mehr gewaschen wurde, weil viel mehr auf Sauberkeit geachtet wurde, was halt in Indien überhaupt nicht der Fall war. Also das gibt halt auch Stimmen, die einfach sagen, das ist halt nicht natürlich, dass man Vitamin B12-Präparate nimmt. Da müsste ich aber einfach mal dazu sagen, dass die heutige Massentierhaltung zumindest die Tierernährung so aussieht, dass da wirklich alle Vitamine der Nahrung zugesetzt werden. Das heißt, da ist auch Vitamin B12 zugesetzt, damit die Tiere damit genug versorgt werden. Und da kann man, denke ich zumindest, sich auch den Umweg über das Tier sparen und auch gleich die Tabletten selber nehmen. Genau. Also was ich eben auch problematisch finde, sind eben die Personen, die eben die Nährstoffe ablehnen. Und weil das sind häufig auch die, die eben die Schulmedizin komplett ablehnen, die auch mit ihren Kindern nicht zu den U-Untersuchungen gehen, deswegen auch eben die verschiedenen möglichen Verzögerungen gar nicht auffallen. Und das ist das Problem. Und dann muss man wirklich sagen, da geht es um das Wohl des Kindes zum Beispiel und da
gilt es dann, sich dann doch rechtzeitig einzuschalten, weil dann die Gefahren wirklich drohen. Soweit Frau Dr. Sophie Frumholt-Treu. Sina Heinrich, Sie sind Ernährungsberaterin und bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Schwerin hier für Mecklenburg-Vorpommern tätig. Es gibt ja auch sehr positive Seiten der rein pflanzlichen Ernährung. Darauf wollte ich mal mit Ihnen hinaus. Eine sehen wir an unseren beiden Köchen hier in der Runde. Also Veganer sind in der Regel sehr schlank. Ne? Können wir so unterstreichen. Danke. wobei aber die ganze Runde hier heute sehr schlank ist, können Sie nicht sehen, liebe Hörer, aber ist so. Also auch die Damen sind sehr schlank. Nein, tatsächlich belegen verschiedene Studien, dass Veganer seltener Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Herzerkrankungen haben. Sina Heinrichs, woran liegt denn das? Ja, es ist zum einen erstmal, was wir schon meinten, Veganer haben tatsächlich laut Studien eher selten Übergewicht oder einen niedrigeren BMI. Und von daher ein höherer BMI ist an sich schon mit vielen Erkrankungen auch assoziiert. Zum Beispiel Diabetes oder Herzerkrankungen. Und dann ist es so, dass Veganer auch kein Cholesterin zu sich nehmen oder auch gesättigte Fettsäuren sind auch ein Faktor, der zu bestimmten Erkrankungen führen kann, zu Arteriosklerose und damit einhergehend zu Herzerkrankungen, Schlaganfall etc. Und die sind in Fleisch viel, ne? Genau, in Fleisch sind vor allem die gesättigten Fettsäuren, Cholesterin. Von Veganern im Durchschnitt werden mehr Ballaststoffe aufgenommen als von Mischköstlern. Über Vollkornprodukte, über Obst und Gemüse, wo Veganer ja sehr viel mehr dann aufnehmen. Was sagen Sie denn als Ernährungsberaterin? Finden Sie vegane Ernährung gut oder sind Sie immer für einen Mix aus allem? Ja, was heißt gut? Also es ist natürlich so, dass Vegetarier und Veganer teilweise dem, was die DGE an pflanzenbetonter Kost empfiehlt, mit den 400 Gramm Gemüse, mit dem 250 Gramm Obst, dem näher kommen häufig als die Mischköstler. Nichtsdestotrotz, was ja schon vielfach angesprochen wurde, gibt es halt bestimmte Risiken, die damit auch einhergehen. Frau Dr. Frumholt-Treu, Sie wollten da was zu sagen? Ich wollte nur kurz ergänzen, dass eben diese Studien, die es gibt, die kenne ich auch und die eben wirklich belegen, dass Diabetes, Adipositas geringer auftritt. Wenn man aber genau guckt, mit welchen Personen verglichen wird, der normale Deutsche isst eben auch nicht gemäß Empfehlung, sondern isst viel zu viel Fleisch. Diese Studien fehlen einfach, wenn man einfach vergleichen würde, vegane Ernährung versus einfach mal wöchentlich Fleisch, dann würde man dazu wahrscheinlich kommen, dass dann auch der BMI niedriger ist, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und damit würde man dann wieder am Ende dazu dem Schluss kommen, dass eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die alle Bestandteile berücksichtigt, am Ende mindestens genauso von der gesundheitlichen Seite her ist, wie eben die vegane Ernährung. Also da gibt es auch Studien zu und da wurde tatsächlich auch festgestellt, dass da die Veganer und die Vegetarier gleich sind mit den Personen, die einfach pflanzenbetont essen und halt selten Fleisch, ab und zu Fisch. Diese Personengruppe, die sind generell, stehen am besten da gegenüber denen, die werden dann in der Statistik die unbekümmerten Fleischesser genannt. Das sind ungefähr 3/4 der deutschen Bevölkerung. Genau. Okay. Und die viel zu viel Fleisch essen. Genau, die viel zu viel. Also laut Empfehlungen wird ja 300 bis 600 Gramm empfohlen, maximal die 600 Gramm. Vor allem In der Woche, ja. Genau. Haben viele Woche. Am Tag, ne? Nee, nicht am Tag. Nee, in der Woche. Und da sind viele drüber, vor allem die Männer im Durchschnitt doppelt so hoch. Das geht halt auch mit bestimmten Erkrankungen dann oder kann damit einhergehen. Also am besten schon beim Frühstück mal den Aufschnitt weglassen? Ja, genau. Also Mischköstler, wenn ich die manchmal in der Beratung habe, wenn ich sie frage, was sie an Gemüse essen, dann kommt vielleicht morgens auf dem Brot vielleicht mal eine Tomate. Dann ist zum Mittagessen, kennt man ja auch manchmal in der Kantine, ist ein Drittel vielleicht maximal an Gemüse auf dem Teller und dann abends vielleicht mal ein Gurkenscheibchen auf dem Brot. Und das ist natürlich an Gemüse viel zu wenig. Okay. Also da ist dann einfach über die Ernährung zu wenig aufgenommen worden. Liegt das an Bequemlichkeit? Ist das leichter, die Wurstpackung aufzureißen? Na, also manche geben auch an, dass sie Gemüse nicht mögen. Wenn ich frage, was essen sie an Obst und Gemüse, dann kommt häufig dann noch, dass sie Banane essen oder Weintrauben. Einfach weil das süß schmeckt und dann auch ganz lecker ist. Das schlechteste Obst, was es gibt. Ne? Genau, das zuckerhaltigste, was da häufig auch bevorzugt wird. Ja. Aber gerade dann das Gemüse, da sind viele so, dass sie es nicht bevorzugen geschmacklich. Ja. Hat Gemüse ein zu schlechtes Image? Müssen wir daran mal arbeiten? Zumindest bei den Nicht-Veganern. Ja, also die DGE ist da ja auch immer dran, immer wieder zu betonen, Obst und Gemüse, vor allem auch Gemüse noch mehr als Obst unten, ist halt die Basis der Pyramide der täglichen Ernährung, sollte es halt die Hauptsache sein. Und da sind die meisten in der Bevölkerung noch von entfernt. Ja. Frau Ross? Und da finde ich, bietet die vegane Ernährung eigentlich auch tolle Ideen. Also wie baue ich mehr Obst und Gemüse in meine tägliche Ernährung ein mit tollen Rezepten? Gerade in der Gemeinschaftsverpflegung sehen wir das auch ganz häufig, dass das Obst und Gemüse, gerade die Gemüsebeilage, gern mal ein bisschen verkocht ist. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn man dann irgendwo ein bisschen den Appetit darauf verliert. Also in Kantinen meinen Sie zum Beispiel? Ja, würde ich mir manchmal wünschen, doch einfach mal ein bisschen interessantere Rezepte anzubieten.
anbieten, weg von der fleischhaltigen Ernährung und dann mal wirklich rein in die ganze Genuss- und Geschmackswelt des Gemüses. Ja, ich glaube auch Kindern macht dann Gemüseessen viel mehr Spaß, wenn man lustige Brötchen baut oder so mit Gemüsegesichtern. Sie haben gerade Rezepte angesprochen, Frau Ross, da wollte ich auch mit Ihnen gerne nochmal drüber sprechen, Frau Heinrichs. Als Ernährungsberaterin haben Sie vielleicht einen guten Einblick auch in die Rezeptbücherwelt. 2011 noch, also auch die spiegeln den Trend zur veganen Ernährung total wider. 2011 noch gab es nur 10 neue vegane Kochbücher auf dem deutschen Markt. Ja. Im vergangenen Jahr dann schon 120, also mehr als das Zehnfache. Wenn man sich so ein Buch kauft, kann man sich zu Hause beruhigt zurücklehnen, danach arbeiten? Ist man dann ganzheitlich versorgt oder gibt es da auch schwarze Schafe? Also prinzipiell sind es ja einzelne Rezepte, die da drin sind. Ich persönlich würde immer sagen, man sollte sich damit bewusst beschäftigen. Also einmal, was ja hier auch schon gesagt wurde von dem Herrn Jörs, dass man sich damit einmal am Anfang auch intensiv beschäftigt. Was kann ich wie ergänzen? Wie ist vielleicht bei den Proteinen die biologische Ergänzungswirkung zum Beispiel? Morgens 2 Scheiben Vollkornbrot mit Hummus, dann mittags ein Teller Spaghetti mit Erbsen, abends ein Salat mit Linsen, Kleinen und Nüssen. Dann ist man bei 65 Gramm Protein. Das reicht auch für einen Mann, der ungefähr 80 Kilo schwer ist. Ein Verkaufsschlager gerade im Lebensmitteleinzelhandel ist die vegane Wurst. Es gibt auch vegane Buletten, Schnitzel, Würstchen, alles Mögliche. Ist das empfehlenswert aus ernährungsfachmännischer Sicht? Sind das gute Produkte? Ja, was heißt empfehlenswert? Also prinzipiell kann sich ein Veganer komplett ohne Fleischimitate ernähren. Vollwertig gesund braucht er das gar nicht. Ich glaube, diese Imitate schaffen es auch mehr in Haushalte, die jetzt nur mal so ab und an ihr schlechtes Gewissen genau. beruhigen wollen. Ne? Ja, also diese Fleischimitate tatsächlich bevorzugen jetzt häufig auch so. Die Flexitarier heißt es ja, ja immer auch. Aber die sollen ja super viel Fett enthalten, stimmt das? Naja, also es kommt drauf an. Also man kann jetzt nicht alle in einen Topf werfen. Tempeh, Seitan, Tofu etc., da gibt es ja ganz viele unterschiedliche. Mhm. Und teilweise enthalten die auch weniger Fett als zum Beispiel ein Stück Fleisch. Gerade wenn es ein Stück fettigeres Fleisch ist, hat das Fleisch teilweise mehr Fett. Vor allem haben diese Fleischalternativen halt kein Cholesterin und halt ein günstigeres Fettsäureprofil. Also eher die ungesättigten Fettsäuren, nicht so sehr die gesättigten Fettsäuren, was ja bevorzugt werden sollte, die ungesättigten Fettsäuren. Ballaststoffe beinhalten sie, was Fleisch auch nicht beinhaltet. Von daher ist es schon gegenüber Fleisch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass man das eine empfehlen kann oder soll. Dr. Frumholtreu? Ich wollte nur ergänzen, die Ballaststoffe, die ja immer wieder eben in der veganen Ernährung sehr viel anklingen, sind teilweise eben aber für Kinder auch schädlich, weil Kinder mit dem Magen-Darm-Trakt das noch nicht schaffen, das so viele verdauen. Ballaststoffe zu verdauen. Da gibt es teilweise Störungen, dann haben sie eher Verstopfungsneigung. Und auch mit der, hatten wir vorhin schon gehört, mit Soja. Soja ist eben auch nur in Maßen gut, weil es eben auch gerade bei Kindern teilweise Verdauungsprobleme befördern kann. Mhm. Frau Ross? Also dennoch würde ich aber auch bei der Kinderernährung schon auf die Vollkornprodukte zurückgreifen. Das Problem mit der Verstopfung muss man individuell auch wieder gucken. Also ich denke, Vollkornprodukte haben rein ernährungsphysiologisch immer den Vorrang vor den Nicht-Vollkornprodukten. Das ist auch teilweise einfach nur eine Gewöhnung, dass man da wirklich Kinder langsam an eben die Vollkornprodukte ranbringt. Das ist eigentlich etwas, was für uns ganz wichtig ist, dass das auch in Kindertageseinrichtungen praktiziert wird, beziehungsweise auch, dass Eltern keine Angst haben, Ballaststoffe ihren Kindern zuzufügen, weil die einfach sättigend wirken und die haben viele andere gute Vorteile gegenüber Nicht-Vollkornprodukten. Erst Herr Jörs. Ich wollte noch mal was zu den Sojaprodukten sagen. Ich sehe die aber immer als vorteilhaft für einfach Veganer oder auch Vegetarier, die am Anfang so ein bisschen Probleme haben, also ihr Essen so ein bisschen interessant zu gestalten. Mhm. Also bei mir zumindest war es so, dass ich am Anfang die alle durchprobiert habe einmal, dann ab und zu nochmal gegessen habe und später bin ich dann nach und nach wirklich auf mehr selbstgemachtes Gemüse umgestiegen und so weiter. Also das ist hilfreich für den Einstieg, diese veganen Fertigprodukte. Frau Dr. Frumholtreu? Frau Ross hat einen wichtigen Punkt angesprochen, dass eben die Umstellung nicht zu abrupt erfolgen sollte. Also gerade bei Kindern ist es eben nicht ratsam, von heute auf morgen eben komplett die Ernährung einfach radikal umzustellen. Wenn man eben sich entschließt, dass man sich vegan ernähren möchte, muss es eben teilweise langsam, um eben den Magen-Darm-Trakt daran zu gewöhnen, an die erhöhten Ballaststoffe. Sowas ist wichtig, dass man es eben nicht zu radikal macht. Eine sehr provokante Aussage, darüber bin ich auch gestoßen. Den Nachwuchs vegan zu ernähren, kommt schwerer Kindesvernachlässigung gleich. Gibt es da hier am Tisch unter Ihnen Experten irgendjemanden, der das unterstützt, diese Aussage? Frau Ross? Genau. Ja, ich finde, das ist natürlich ein bisschen zu hart ausgedrückt. Also ich kann die Sorge dahinter verstehen, dass jemand
bewusst sich für das Kind entscheidet, einen Nährstoffmangel zu riskieren. Das ist schon, finde ich, ein großer Schritt und muss auch wirklich gut diskutiert werden. Was mir dazu bloß immer einfällt, ist das, was dieser klassische Veganer, was den so ausmacht. Das ist ja eher einer, der recht sorgfältig mit der Ernährung umgeht, sich auch Gedanken macht. Der wird wahrscheinlich kein Kind unnötig jetzt eine Mangelsituation laufen lassen. Dennoch weiß ich einfach, dass das zu problematisch ist oder auch zu risikobehaftet ist, Kinder vegan zu ernähren. Man muss sehr intensiv sich mit der Ernährung auseinandersetzen. Man muss eben auch die ärztliche Kontrolle immer einhalten. Deswegen würde ich trotzdem immer wieder raten, Kinder bitte nicht vegan zu ernähren, sondern wirklich, als sie vielleicht später, wenn sie alt genug sind, selber entscheiden lassen. Und man kann das auch ja auch im Grunde genommen als Kompromiss machen, dass man sagt mal, vielleicht nehme ich einen Tag und ernähre mich einen Tag vegan oder vielleicht eine Mahlzeit nur. Frau Heinrichs? Ja, die DGE hat da jetzt auch gerade eine neue Stellungnahme zu rausgebracht, weil der DGE ja auch immer wieder gesagt wurde, sie lässt dann Eltern auch alleine, die ihre Kinder vegan ernähren, weil die DGE es ja abrät, Kinder vegan zu ernähren. Und dann wurde aber gesagt, okay, aber es gibt Eltern, die ernähren ihre Kinder vegan, von daher diese neue Stellungnahme gibt dann auch so eine gewisse Anleitung für Eltern, wenn sie ihr Kind vegan ernähren, wo halt auch auf alles hingewiesen wird, worauf man achten soll. Sie empfiehlt es weiterhin nicht, weil sie halt sagt, okay, gerade die Kinder gehören zu einer Risikogruppe, von daher wäre da eine Mischkost empfohlen. Wo findet man die Stellungnahme? Die findet man bei der DGE auf der Homepage. www.dge.de und da genau. Bekommt man dann auch Tipps für eine ausgewogene vegane Ernährung. Genau. Herr Jörs? Also wie Sie auch gerade schon gesagt haben, da muss man auf jeden Fall sehr differenzieren, wenn man jetzt sagt, vegane Eltern gefährden ihre Kinder. Das ist natürlich viel zu sehr verallgemeinert. Es gibt online einiges an Foren und auch auf Facebook einige Gruppen von veganen Eltern, die sich wirklich zusammengeschlossen haben, die sich austauschen gegenseitig. Dr. Sophie Frumholtreu, ist denn eine vegetarische Ernährung zum Beispiel überhaupt gar kein Problem für Kinder, auch Rentner? Ist das eine Ernährungsalternative, die immer geht? Also soweit ich weiß, sind auch die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung so, dass man eigentlich sagt, mit einer vegetarischen Ernährung kann man sich komplett bedarfsdeckend ernähren. Dennoch sind da eben auch die Ausnahmen, dass werden eben ältere Personen mit Erkrankungen, dass sie dann eben da außen vorgenommen sind, weil die sowieso schon eben ein Risiko für bestimmte Mangelerscheinungen haben, der dann durch eine vegetarische Ernährung unterstützt werden würde. Ich wollte noch ergänzen zu diesem Thema, ob eben vegan Kindesmisshandlung gleichkommt, dass es eben... dass wenn man hört, dass eben 20% der 15-Jährigen eben übergewichtig sind, weil sie eben zu einseitig, zu kalorienreich ernährt wurden, dann ist es genauso schlimm. An Diabetes kann man auch sterben und das sind genauso schlimme Folgen. Also dann müssen die Eltern genauso an den Pranger gestellt werden. Das ist eben auch, dass ich immer sehe, diese Einseitigkeit. Natürlich haben wir ganz andere große Probleme. Ne? Ja. Also vegan ist ja nur ein Trend und noch ziemlich ein kleines Flämmchen, was noch erst größer wird. Fastfood-Problem, ja, zu fettiges Essen. Das sind wahrscheinlich doch noch die großen Probleme, mit denen Sie es zu tun haben in der Universitätsmedizin Rostock, ne? Genau. Also da muss man sagen, dass da die Zahlen und eben wirklich auch bei uns in Mecklenburg wesentlich höher sind und es viel präsenter ist, dass man eben die 15-jährigen Jungs betreut, die eben einen Diabetes entwickelt haben aufgrund ihres Übergewichtes. Und dann eben auch die, wo Studien gut belegen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter da deutlich erhöht. Also welche Regale im Supermarkt sollte man auf jeden Fall vermeiden, da gar nicht durchlaufen? Chipsregale? Genau, Chipsregale. Und Frau Ross? Ja, wenn das dann wirklich alles immer nur allein in der Hand der Eltern liegen würde, wäre das natürlich toll. Wir haben ja aber auch immer noch das Problem, dass wir ziemlich viele Mahlzeiten eigentlich auch eher außer Haus verzehren. Da, finde ich, sollte man langsam auch mal anfangen, sich zu überlegen, wie sieht die Ernährung in der Kita aus. Die Schule ist auch immer problematisch. Ab einem gewissen Alter gehen die Kinder nicht mehr zum Essen in die Kantine. Und von daher, denke ich mal, ist diese ganze Betrachtung der Ernährung so wichtig geworden, dass man doch einfach, dass ich mir einfach nur wünsche, dass jeder sich so ein bisschen mehr damit wieder auseinandersetzt und sich überlegt, muss denn wirklich so viel Fleisch sein? Kann man sich da nicht wirklich nochmal wirklich überlegen, muss das Fleisch aus der Massentierhaltung sein? Kann das nicht auch mal einfach qualitativ hochwertiges Fleisch sein? Und dann vielleicht zweimal, dreimal die Woche, aber dann auch wirklich auch mal fleischfreie Zeiten haben. Nicht dieses extrem
Überessen. Ja, gerade für die Jugend vielleicht ein bisschen uncool, das ganze Thema. Es klingt dann vielleicht auch ein bisschen langweilig für die jungen Leute, wenn wir jetzt sagen, Mensch, wie kriegt man denn den Spaßfaktor da rein ins Obst und Gemüse? Wie kriegt man denn aus Obst und Gemüse auch leckere Snacks? Also gerade Jugend snackt so gerne, also die futtern nebenbei gerne was. Da ist dann die Chips-Tüte schnell da. Wie bekommen wir da mit Obst und Gemüse die Kinder und Jugendlichen begeistert? Also man kann, finde ich, gerade auch das Medium Internet sich vornehmen und da mal gucken, was es da eigentlich so alles gibt. Und da würde ich das auch ganz individuell gestalten. Manche mögen halt gerne, wenn es nun Chips sind, kann man auch genauso gut die Karotte, Pastinake und dergleichen klein schneiden und im Ofen rösten. Schmeckt auch lecker und ist irgendwie selbst gemacht und dadurch wesentlich interessanter. Mhm. Dieses Selbstmachen, finde ich, hat schon einfach auch etwas Kreatives. Und dann schmeckt es ja auch noch besser, wenn man es selbst gemacht hat, oder? Genau. Also wenn ich koche, schmeckt es mir wunderbar. Genau so ist es. Frau Heinrich, Sie wollten auch noch was sagen. Ja, ist auch immer ein bisschen, wie man es rüberbringt. Also ich war dann auch einmal in der Kita, wo dann auch mir die Erzieherin gleich entgegenkam und meinten, ja, die essen kein Vollkornbrot und die essen das und das nicht. Das haben wir schon ausprobiert. Mhm. Und dann hatten wir zusammen mit den Kindern so eine Gemüse- und Brotspieße gemacht. Gerade in dieser Gemeinschaft probieren sie dann auch manchmal neue Dinge aus und sagen dann auch im Nachhinein, geben einem das Feedback, oh, das habe ich jetzt das erste Mal ausprobiert, das fand ich jetzt richtig gut. Und also vielleicht einfach mal die Spielrunde aus dem Kinderzimmer in die Küche verlegen. Und da ein bisschen mit Obst und Gemüse in der Anführungsstrichen spielen. Wenn Kinder selber damit dabei sind und wenn man dann selber auch so ein bisschen Begeisterung rüberbringt. Ich hatte auch mal einen in der Ernährungsberatung, der ist immer auf dem Zeitfaktor herumgeritten, dass er dafür keine Zeit hat, Gemüse zuzubereiten. Und dann habe ich ihn am Ende dazu überredet, dass er Tiefkühlgemüse, weil er dann auch nichts mehr dagegen sagen konnte. Tiefkühlgemüse ist auch wahnsinnig schnell aufgewärmt, hat auch Vitamine, Mineralstoffe, ähnlich viele wie Frischkost. Gerade werktags ist das dann vielleicht ein guter Kompromiss, ne? Genau. Also Frau Heinrichs, vegane Ernährung, gut, schlecht? Was sagen Sie abschließend? Es hat Vorteile, es hat bestimmte Risiken. Von der DGE aus wird weiterhin die Mischkost empfohlen. Aber vegetarische Ernährung, wie gesagt, kann man auch machen. Und die DGE sagt auch, dass man als Erwachsener, wenn man bewusst auf bestimmte Dinge achtet, auch sich vegan ernähren kann. Und Frau Ross, reicht denn vielleicht schon der eine Fleischverzicht-Tag in der Woche? Ist das schon toll? Ach, das wäre schon mal ein guter Anfang. Gerade wenn man dann mehr auf die Qualität achtet und sich dann das Geld eben tatsächlich spart für gutes, qualitatives Fleisch, finde ich, da hat man schon mal einen guten Anfang gemacht. Ich sage vielen Dank hier in die Runde für das sehr nette Forum. Danke an Dr. Sophie Frommoll-Treu von der Universitätsmedizin Rostock für den Einblick in ihren Klinikalltag. Gerne. Danke auch an die Leiterin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Mecklenburg-Vorpommern, Gesine Ross aus Schwerin. Ich danke auch. Und ihre Mitarbeiterin, Ernährungsberaterin Sina Heinrichs. Mhm. Und vielen Dank an die beiden veganen Gastronomen. Also das einzige vegane Restaurant betreiben sie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Grüne Kombüse in Rostock und das sind Josef Czerwinski und Heiner Jörs. Vielen Dank, schönen Abend. Vielen Dank zurück und schönen Abend wünsche ich. Und das war es auch schon vom Forum an diesem Dienstagabend. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Virginie Hotas. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen einen wundervollen Abend hier auf NDR 1 Radio MV. Gleich hören Sie die neuesten Meldungen und Berichte in den 21 Uhr Nachrichten und danach die Jazz Time mit Andreas Pasternak und Joachim Böskens.